Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Ich bin der Train92 und wieder dabei ist mit mir die gute Neli. Hallo. Und ja, hier sind wir nun. Wir sind wieder in der Gegenwart. Haben der Gildencrew unsere Geschichte erzählt. Sie haben uns alle geglaubt, außer Plaudergei, weil Plaudergei ein Lappen ist. Aber jetzt geht's auf die Suche zum verborgenen Land. Noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Ist sich jeder über seine Aufgabe heute im Klaren? Donnerwetter, ja. Ich bin sowas von bereit. Gut, die Leute, die nach dem verborgenen Land forschen und diejenigen, die das Wort zum wahren Stand der Dinge verbreiten. Ich erwarte von euch, dass ihr eure Teams der Aufgabe entsprechend organisiert und loslegt. Packen wir es gleich an, Leute. Hurra! Wir müssen zur heißen Quelle gehen und den weisen alten Gurtel nach Informationen fragen. Wir sind beim ersten Mal durch die Wasserfallhöhle zur heißen Quelle gelangt. Machen wir uns auf den Weg zur heißen Quelle. Okay, hören wir mal auf Neli, aber ihr wisst, was jetzt auf uns zukommt. Wir haben in der Zukunft ganz schön viel gesammelt. Das wird jetzt alles verkauft. Also, das wird jetzt ein bisschen dauern. Entschuldigt das bitte. So, verkaufen wir erstmal den ganzen Schund, den wir gesammelt haben. So, hier. Ja, wir sind wieder zurück. Danke, Kangama. Du juckst uns aber eher relativ wenig. Nehmen. So, erstmal. Oh, wir können gar nicht mehr tragen. Gut, dann verkaufen wir erstmal den Schund, den wir im Inventar haben, würde ich mal sagen. Ja, komm, laber nicht, Kecleon. Ich will Sachen verkaufen und nicht mit dir rumpalabern hier. Einmal das und das und das. Den. Und das und das und das und das. Und den Appellorb. Den Stilleorb und den Köderorb. So, das sind erstmal schon mal wieder 2290. Können wir irgendwas bei dem kaufen? Vielleicht hat er ein paar Belebersamen. Ja, hat er sogar. Und er hat Georockbrocken, Eisendorn und Silberdorn. Die nehmen wir alle mit. So, lagern. So haben wir wenigstens wieder ein paar Belebersamen zurückgekriegt. Ein Belebersamen haben wir noch, ne? Ja, ein Belebersamen legen wir ab. Den Rest behalten wir. Und, ach, den Modi-Orb hätte ich noch verkaufen können. Okay. Dann legen wir ab ein Stopper-Orb und ein Flea-Orb noch. Und dann war es das erstmal, weil ihr braucht nie zwei Flea-Orbs mit haben. Das ist vollkommen nutzlos. Weil ihr könnt eh nur einen aufnehmen und dann ist die Sache eh gegessen, weil ihr dann geflohen seid. So, jetzt können wir ein paar Sachen mitnehmen. So, Blaugummi haben wir ja gleich mal 5 Stück. Davon können wir ruhig 4 mitnehmen. Klargummi, ein Orangegummi. Oh, wir sind schon wieder voll. Ihr seht, das wird jetzt wie gesagt ein bisschen dauern. Dann verkaufen wir den Scheiß einfach mal. Mal gucken, wie viel Geld wir am Ende haben. Weil jetzt gibt es nur noch Sachen, die wir verkaufen können. Den Modi-Orb und das Kraft, die beiden Kraftbänder, das Spezialband, das Alertoskop, die ganzen Blaugummis, den Flora-Gummi und den Orange-Gummi. Das sind schon wieder 1500. So, und dann nehmen wir uns wieder was. Nee, ich würde sogar sagen, erstmal lagern wir erstmal was. So, nämlich die ganzen Sinelbeeren, die wir hier haben. Den Blaugummi hätte ich gerne noch verkauft. Und das war's auch schon. Die Sinelbeeren legen wir nochmal ab. So, und dann nehmen wir uns wieder Zeug. So, mal gucken, was wir noch so zum Verkaufen haben. Rosa-Gummis, Rot-Gummis eine ganze Menge, Royal-Gummi, Schwarz-Gummis, die ganzen Amrena-Bären können wir... Oh, das können wir alles verkaufen, Alter. So, sonst noch irgendwas? Flair-Samen, ja. So weit können wir erstmal gehen. Nee, ich wollte nichts kaufen. Du hast nämlich nichts mehr. Wir haben die schon leer gekauft. Wir wollten eher ein paar Sachen verkaufen. Blaugummi. Und jetzt den ganzen Quatsch, den wir gerade mitgenommen haben. Das gibt zwar nur wenig Geld, aber es ist immerhin ein bisschen was.
So, und noch bis hier. So, 510. So, den großen Reibach machen wir jetzt zwar nicht mehr, weil wir die ganzen teuren Sachen schon verkauft haben. Außer die ganzen nutzlosen TMs. Die kommen ja gleich noch. Flairsam, Heilsam, Schlafsam. Die Taubsam lasse ich mal hier drin. So, jetzt kommen die ganzen Dinger, die wir gesammelt haben, aber sie eh nicht erlernen konnten. Nur, ich muss drauf achten. Oh, das waren alle, weil eine Donnerwelle möchte ich gerne behalten. Oh Gott, Alter, dass wir damit der Kacke jetzt die ersten 10 Minuten des Parts verschwenden müssen. Tut mir leid, Leute. Aber ihr sollt das so live mitkriegen, wie es geht. Also müsst ihr da mit mir durch. So, jetzt verkaufen wir das. Das gibt nochmal richtig Geld. Oh, guckt euch mal das Geld an, was wir schon mit haben. Es gibt wieder 3816. So, dann weiter geht's. Erstmal nehme ich 2 Äpfel mit. So, dann... Nee, die Boxen noch nicht. Wir sind erst noch hier. Dann das, das und das. Den Angst-Orb, weil ich glaube, der versetzt die Gegner nur... nur ein Gegner in Angst. Oder alle. Ich behalte ihn mal. Der kann weg. Der kann weg. Die Erstarr-Orb behalten wir alle mal. Die ganzen Köder-Orbs kommen weg. Der Warp-Orb und die Warp-Orbs kommen auch weg. So. Und dann gleich noch die ganzen Boxen aufmachen. Das kommt ja auch noch. Wir sind schon 6 Minuten im Part. Alter, das ist die pure Zeitverschwendung. Aber es gibt gut Geld, wie ihr seht. So, aber davon geben wir gleich, wie gesagt, eine ganze Menge nochmal wieder aus. So, weil jetzt sind wir schon am Ende. Das Lager ist gleich wieder leergeräumt. So, weil jetzt können wir die ganzen Boxen erstmal noch mitnehmen. Perfekt. So, das Lager ist leergeräumt. Und wir haben einiges an Geld zusammengekriegt. Dann machen wir das Ganze bei Xatu mal auf. Fangen wir an. Wir haben 2 Seiten voller Boxen. So, mal gucken, was da alles rauskommt. Knarrklaue ist schon mal nutzlos gewesen. Und was jetzt? Scheldhorn, auch nutzlos. Das sind alles Sachen, mit denen wir nichts anfangen können. Das ist so krass. Reptar-Karte, die ist für Reptane. Leider wird er nie ein richtiges Teammitglied, also für uns nutzlos. Kinoso-Karte, auch useless. Togeti-Feder, auch nutzlos. Oh, wir haben so viel Scheiße gekriegt bis dato. Wie wär's mal mit einem Belebersamen oder so? Shiggy-Schaum, oh. Gibt sich was für Pikachu der Evoli? Elekid-Karte, lel. Kriegen nur Kacke, ne? Ah, ein Royal-Gummi können wir gleich verkaufen. Ist also genauso nutzlos wie alle anderen Items. Vulnuna-Haar. Toll. Super. Ich bin richtig hart begeistert. Ein Gusto-Samen. Ist nutzlos. Pitau, super. Pachizahn, auch nutzlos. Oh, ich kotze gleich so richtig hart, ne? Wuin-Schweiß. So, dann gehen wir nochmal woanders hin. Mit diesen Sachen können wir nämlich was anfangen. Bevor ich sie gleich verkaufe, falls wir sie nicht brauchen, gucke ich diesmal, ob der gute Glibunkel was hat. Wir können ja Items eintauschen und das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Ich möchte euch das aber einmal zeigen. Mal gucken. Ja, lass mal tauschen. Mal gucken, was du so hast. Info. Für Draschel.
Für Papinella. Für Farbigel. Das ist... Oh Gott, er hat nur Scheiße für uns. So, dann gehen wir den ganzen anderen Scheißdreck jetzt wieder verkaufen. Das hat uns nämlich nichts gebracht. Verkaufen. Den ganzen Müll, den wir jetzt am Ende gekriegt haben, kann alles weg, weil es alles useless ist. So, das war's. So haben wir wenigstens wieder ein paar von unseren, also ein bisschen von unserem Geld wiederbekommen. So, und jetzt sind wir auch gut ausgerüstet für die nächsten Dungeons. Passt. Dann legen wir unser gewonnenes Geld mal ab. So, jetzt sind wir bei fast 20.000 Poké-Dollar. Wir haben gut vorgesorgt, definitiv. Dann wollen wir uns mal auf den Weg zur heißen Quelle machen. Wasserfallhöhle, los geht's! So, jetzt dürfen wir erstmal durch diesen absolut leichten Dungeon gehen. Also der ist für uns ja überhaupt kein Problem mehr. So, hier brauchen wir auch nicht unbedingt langsam sein. Oh, wir müssen... Bitte, töte ihn nicht. Oh Gott. Ich hasse dich, Nelly, Alter. Und wir haben jetzt kein Geld, ne? Ein Gelbsam... Explosivsam und ein Top-Elixier. Und wir haben kein Geld. Ich hätte ja gerne den Gelbsamen gekauft, aber ja. Vielleicht kann ich ja die Kleinkiesel für ein bisschen Geld verkaufen. Oh Gott, ich habe Slam angelegt. Kein Wunder, dass das die ganze Zeit daneben geht, ich Idiot. Oh, stirb. Scheiß Anton. Ich hätte nämlich schon gerne den Gelbsamen. Wie viel kostet denn der Gelbsamen? Please, sag jetzt nicht 30, Alter. 800. Wow. Das kriegen wir nie zusammen. Nee, komm, kein Bock, wir gehen weiter. So, hier ist schon mal nicht die Treppe. Dann ist die Treppe hier. Hätte ich jetzt einen Reinsamen, hätte ich ihm alles geklaut. Aber ich habe leider keinen. Danke. Stirb. Und du gleich hinterher, aber den Apfel, den gönnen wir uns noch. So, weiß einer noch, wie lang die Wasserfallhöhle war? Ich weiß es nämlich nicht mehr. So, ich hoffe mal, dass die nicht allzu lang war. Ich glaube, das war eins unserer ersten Level mit. Da ist die Treppe. Oh Gott, ein Quapsel. Ja, dann töte das mal, Nelly. Wir sind halt schon selbst für den Endboss viel zu overpowered eigentlich. Wir haben zu viel gelevelt. Das ist so krass. Wie gesagt, ich bin normalerweise mit Level 25 oder 26 schon beim Endboss. Und ich bin einfach 6 Level höher als normal. Läuft bis jetzt ganz gut für uns. Ein Spezialband können wir verkaufen. Oh Gott, ein rosa Gummi. Hätte es nicht ein Weißgummi oder ein Gelbgummi sein können? Den nehmen wir mit, können wir verkaufen. Hier ist auf jeden Fall die Treppe schon mal nicht. Dann gehen wir weiter. Hier? Nee, dann gehen wir hoch. Wie gesagt, wir können jetzt ein relativ schnelles Tempo an den Tag legen, weil die Gegner hier alle kacke sind. Es wird später noch richtig, richtig schwer. Das kann ich euch versprechen. Das hier sind jetzt erstmal ein paar angenehme Parts für die gute Nelly und mich.
Weil wir eigentlich nicht viel machen müssen, außer durch die Dungeons rennen. Gut gemacht, Pikachu. Aber Krabs hat zweimal Nassmacher eingesetzt und das Tangela juckt uns halt nicht. Oh, klaut er mir schon wieder die ganze Kacke, Alter. Dieser Typ ist unfassbar. Oh, doch nicht. Wenigstens lässt er mir den Radar-Orb, Alter. Den wir aber auch gleich einsetzen können, weil Radar-Orbs nutzlos sind. Also beziehungsweise nicht nutzlos, aber sie bringen halt, wie gesagt, nur für eine Ebene was. Und jetzt können wir die Gegner sehen. Oh, wir sind da. Heiße Quelle. Die heiße Quelle eignet sich bestens, um verhärtete Muskeln aufzulockern. Die Art, wie ich meine Arme die ganze Zeit angehoben lasse, geht ganz schön auf meine Schultern. Ich bin froh, dass es die heiße Quelle gibt. Für gewöhnlich bin ich ein Heißsporn, aber wenn ich hierher komme, beruhige ich mich sofort. Hm? Ah, meine jungen Freunde. Wollt ihr eure Müdigkeit wegwaschen? Oh, nicht. Ich verstehe, ihr sucht meinen weisen Rat. Nun, es gibt keinen besseren Ort als diesen, wenn ihr eure Geschichte mit jemandem teilen möchtet. Ah, ich verstehe. Das verborgene Land, sagt ihr. Ich habe davon gehört. Oh, wirklich? Das verborgene Land ist ein wahrlich legendärer Ort. Es ist eine bestenfalls lückenhafte Überlieferung von Mund zu Mund weitererzählt. Macht nichts. Bitte erzähle sie uns. Selbstverständlich. Ich kann euch nur erzählen, was ich weiß. Das verborgene Land liegt jenseits des Ozeans, an einem versteckten Ort. So geht die Geschichte. Ein versteckter Ort? Ja. Das verborgene Land erlaubt nur den Auserwählten, es zu finden. Um dorthin zu gelangen, muss man über bestimmte Qualifikationen verfügen. Oh, ein Ort, zu dem nur jemand mit den richtigen Qualifikationen gelangen kann. Okay, Gurtel. Was sind das für Qualifikationen? Es sind... Was waren das nochmal für Qualifikationen? Tut mir leid, das ist mir entfallen. Oh nein, du kannst dich nicht erinnern? Bitte, Kurtel, bitte erinnere dich. Es ist wirklich wichtig. Ihr sagt das so leicht, aber... Oh, das war es. Ihr braucht einen Nachweis. Ihr braucht irgendeinen Nachweis. Ja, das war es. Ein Nachweis. Ein Nachweis? Ein Nachweis worüber? Das wäre ein Nachweis über... Seid mir nicht böse. Ich habe es wieder vergessen. Was? Du kannst dich nicht erinnern? Es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Na gut. Kannst du dich noch an irgendetwas anderes erinnern? Nein, das war alles. Vergebt mir, Kinder. Falls mir einfallen sollte, welche Art von Nachweis man braucht, lasse ich es euch wissen. Ja, bitte. Danke, Kurtel. Lass uns zur Gilde zurückgehen, Train 92. Kurtel konnte uns nicht viele Antworten geben. Das ist schade. Oh, das stimmt nicht ganz. Wir wissen, dass wir einen Nachweis brauchen und das zu wissen ist ein Fortschritt. Richtig? Hey, hey, wir suchen auch gerade. Ja, aber wir haben nichts gefunden. Aufgegeben wird nicht. Wir müssen es weiter versuchen, Donnerwetter. Ich versuche es auch weiterhin. Wir sollten zu Abend essen und uns die Nacht über ausruhen. Wir machen morgen weiter. Na gut. Danke, Leute. Die Dinge laufen nicht so, wie wir gehofft hatten. Als wir mit Kurtel sprachen, dachte ich, es gäbe noch Hoffnung.
Ich wüsste gerne, wie es Raptin ergeht. Ob er die Zahnräder der Zeit angesammelt hat. Auch wir müssen uns beeilen. Aber es gibt keinen Grund, uns nervös zu machen. Besonders, da jetzt alle mithelfen. Wir sollten ein bisschen schlafen. Und morgen mit frischem Mund weitermachen. Mut weitermachen. Okay, Train 92, gute Nacht. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Oh, guten Morgen, Train 92. Nein, wir wollen nicht speichern. Das Abenteuer geht sofort weiter. Viel haben wir ja nicht gemacht. Machen wir es kurz. Das verborgene Land bleibt uns weiterhin ein Rätsel. Aber wir geben nicht auf. Hurra! Lass uns da heute rausgehen und weiterforschen. Gehen wir, Leute! Hurra! Wo sollen wir heute nachforschen, Train 92? Wir haben doch schon mit Kurtel gesprochen. Ich weiß nicht, wo wir als nächstes suchen sollten. Pokémon entdeckt! Pokémon entdeckt! Wessen Fußabdruck? Wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck gehört Kurtel, dem Dorfältesten. Der Fußabdruck gehört Kurtel, dem Dorfältesten. Was? Kurtel ist hier? Hab ich euch endlich eingeholt? Diese Stufen zur Gilde sind nichts für meine alten Knochen. Was führt dich hierher, Kurtel? Hast du dich an etwas erinnert? Das habe ich tatsächlich, aber mir ist leider nur noch eine winzige Kleinigkeit eingefallen. Gestern betrachtete ich die Wasser der heißen Quelle, lange und eingehend. Schließlich kam eine Erinnerung wieder. Aber es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich frage mich, ob es sich überhaupt lohnt, sie euch mitzuteilen. Kein Problem. Jede Information hilft uns weiter, ganz egal wie klein sie auch ist. Bitte sag schon, rück raus damit. Als wir gestern über die Reise zum verborgenen Land sprachen, da sagte ich euch, dass ihr dazu einen Nachweis bräuchtet. Mir fiel noch etwas zu diesem Nachweis ein. Der Nachweis, er trägt eine Inschrift mit einem bestimmten Muster. Ein bestimmtes Muster? Hey, hey, was für ein Muster soll das denn sein? Wie kann ich es beschreiben? Es ist schwer zu beschreiben, aber ich kann euch sagen, dass das Muster recht kompliziert und ungewöhnlich ist. Es ist ein seltsames Muster, eins von der Art, die man selten sieht. Von der Art, die man selten sieht? Donnerwetter! Man sollte meinen, ich könnte mir so etwas vorstellen. Aber sich so eine Vorstellung vorzustellen, das ist nicht einfach, wenn man es versucht. Was könnte es sein? Ein Muster von der seltenen Art? Wie könnte ein solches Muster aussehen? Ein Muster der seltenen Art. Ein seltsames... Warte mal. Ein seltsames Muster? Ein seltsames Muster! Ich erinnere mich, damals. Eines Tages passierte es dann. Ich fand dieses Reliqufragment. Sicher, es sieht wie ein nutzloser Stein aus, aber sieh genauer hin. Sieh mal. Siehst du das merkwürdige Muster auf dem Stein? Stimmt, da ist ein merkwürdiges Muster. So ein Muster habe ich noch nie gesehen. Das ist es! Auf dem Reliqufragment war ein seltsames Muster. Was ist los, Train 92? Bitte, mein Reliqufragment? Oh, richtig. Dieses Muster. Verzeihung. Könntest du dir das hier mal bitte ansehen? Oh, das ist es! Ein Muster genau wie dieses ist es. Was? Wo hast du das her? Ich kann nicht mal sagen, ob ich das noch weiß. Ich habe das zufällig aufgesammelt. Du meine Güte, das ist fabelhaft. Da Neli es besitzt, bedeutet das etwa... Bedeutet das, Neli ist dazu qualifiziert, zum verborgenen Land zu gehen? Das kann ich nicht wissen. Vielleicht ja, vielleicht nein.
Um zum verborgenen Land zu gehen, muss man diesen Nachweis sicherlich besitzen. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Besitzer des Nachweises qualifiziert ist als Auserwählter. Der Nachweis könnte einfach der physische Schlüssel für das verborgene Land sein. Aber sogar schon vorher hat er das gleiche Muster als Inschrift. Es gibt keine gesicherte Verbindung zwischen diesem Reliktfragment und dem verborgenen Land. Oh, aber steht es dann außer Frage, dass dieses Muster etwas mit dem verborgenen Land zu tun hat? Das zu wissen ist doch schon etwas. Zumindest nehme ich das an. Moment, ihr seid euch bewusst, dass das verborgene Land nur eine mündliche Legende ist, richtig? Ihr versucht sicher nicht, das verborgene Land zu finden. Doch, das tun wir. Meine Güte, was für eine Überraschung. Plauderguy, dieses Muster. Wir haben es irgendwo gesehen, oder nicht? Was? Ja, der Meeresarm im Nordwesten, in der Salzwasserhöhle. Aber Gildenmeister, dieser Ort! Ja, ich weiß, dieser boshafte Bandit war dort. Ein boshafter... Bandit? Donnerwetter! Hört mal bitte alle zu, ich habe dieses Muster einmal an einem Ort namens Salzwasserhöhle gesehen. Wir können wohl mehr herausfinden, wenn wir das Reliktfragment dorthin bringen. Es gibt da allerdings ein Problem. Da schleicht ein Pokémon herum, das ein boshafter Bandit ist. Hey, hey, davon lassen wir uns keine Angst machen. Sind wir etwa keine Erkunder? Wir müssen nur tapfer sein. Danke, Leute. Aber dieser Ort ist eine Herausforderung. Wir sollten uns heute Zeit nehmen, um uns für den Morgen bereit zu machen. Wir werden uns zur Salzwasserhöhle begeben. Hurra! Hohoho! Ich dachte, das verborgene Land sei nicht mehr als Folklore. Das Alter hat meinen Geist unbeweglich werden lassen. Es ist sehr traurig. Das alles lässt mich an die Tage zurückdenken, als ich von Romantik und Abenteuer träumte. Helft mir, meine Träume zurückzubekommen. Gebt euer Bestes. Hohoho! Yep, du kannst auf uns zählen. Danke sehr, Kurtel. Ach, nicht der Rede wert. Hohoho! Alles klar, Leute. Nutzt den Rest des Tages zur Vorbereitung. Okay, wegtreten. Hurra! Jawohl, ja. Wir machen uns bereit, Donnerwetter. Auweia, das wird so aufregend. Plauderguy. Plauderguy, du hältst dich morgen in der Gilde auf Abruf bereit. Gildenmeister, verzeih mir, wenn ich offen spreche, aber bitte lass mich zur Salzwasserhöhle mitgehen. Nein, ich kann dich niemals wieder einen solchen Gefahr aussetzen. Aber genau deswegen. Deswegen muss ich dabei sein. Bitte nimm mich mit zur Salzwasserhöhle. Okay. Dann möchte ich, dass du morgen mit Team PMDHLP gehst. Führe das Team von Train 92 dorthin, wo wir dieses seltsame Muster gesehen haben. Ich möchte aber, dass du vorsichtig bist. Dankeschön. Ich werde dich nicht enttäuschen. Noch etwas. Ich habe etwas zu erledigen, deswegen muss ich nach draußen. Du hast das Kommando, solange ich weg bin. Wie du wünschst. Also so stehen die Dinge. Ihr beiden geht morgen mit mir. Die Mitglieder von Team PMDHLP, die nicht der Gilde angehören, dürfen nicht mitkommen. In der Salzwasserhöhle liegt ein heimtückischer Gegner auf der Lauer. Niemals die Deckung fallen lassen. Und tut nichts, was mich davon abhalten könnte, dort Erfolg zu haben. Okay. Train 92. Wir sollten uns bereit machen. Lass uns nach Schatzstadt gehen. So, dann gehen wir auf nach Schatzstadt. Wir rüsten uns noch um. Oder machen uns bereit. Oh, noch einmal jung sein. Wäre ich jünger, würde ich mich auch der Herausforderung stellen, das verborgene Land zu finden. Wow, stehen geblieben, Opa. Wer spricht da? Was gibt es? Was wollt ihr? Tja, nun, wir sind Team Totenkopf. Hehe. Hattest du irgendwas in der Knuddelluftgilde zu schaffen, Opa? Wow, ich habe zufällig etwas von dir aufgeschnappt, was sich sehr lustig anhörte. Etwas über das verborgene Land. Schahaha. Ich habe nur... Hä? Da kommt jemand. Wow, die Gildentrottel. Opa, warum setzen wir diesen Plausch nicht an einem ungestörteren Ort fort? Schahaha. Hey! So, jetzt gehen wir nach Schatzstadt. Und machen uns bereit für die anstehende Erkundung der Salzwasserhöhle. Irgendwas Schreckliches wird uns da erwarten. Wahrscheinlich Team Totenkopf und noch irgendwas.
wie ein Totenkopf, diese Spinner, Alter, wow. Wir haben ein paar Sachen zum Verkaufen. Gucken wir erstmal. Nee, das behalten wir. Den hier. Das. Die Kleinkiesel. Die beiden Spezialbänder und das Spiralband. Nee, das Spiralband. Nee, Quatsch. Spiralband, Spezialangel. Ja, kann beides weg. Kann alles weg. Da haben wir 1000 Poke wieder gekriegt. Und gucken wir mal, ob der was zu kaufen hat. Er hat ein Weißgummi. Oh, die kosten beide 800. Dann den Belebersamen. Das ist mir der Weißgummi nicht wert. Belebersamen sind um einiges wichtiger als ein Weißgummi. Außerdem hat Nelly genug Weißgummis mittlerweile gefressen. Nelly braucht keine Weißgummis mehr, sonst wird sie noch fett. So, Belebersamen. Nein, wir wollen gerne das Lager nur noch mal ordnen. So, und dann machen wir uns noch mal hoch wieder zur Gilde. Aber erstmal legen wir das Geld ab, was wir jetzt noch... Das sind zwar jetzt wieder nur Peanuts, aber auch Peanuts machen Geld. Oh, richtig, Twin 92. Wir sollten noch mal bei der Tohaido-Klippe vorbeischauen, bevor wir zur Gilde gehen. Für den Fall, dass Reptin zurückgekommen ist. Lass uns bei der Tohaido-Klippe vorbeischauen, Twain 92. Okay, dann wird der Part ein bisschen länger, aber dann schauen wir bei der Tohaido-Klippe mal vorbei. Mal gucken, ob Reptin schon wieder da ist. Ich frage mich, ob Reptin zurück ist. Gehen wir. Reptin ist nicht hier. Oh, da drüben. Da liegt ein Stück Papier. Da steht etwas in Fußabdruckrunen drauf geschrieben. Das ist ein Brief von Reptin. Das muss eine Mitteilung für uns sein. Ich lese ihn vor. Nelly liest den Brief von Reptin vor. An Twain 92 und Nelly. Wie geht es euch? Wie läuft eure Suche nach dem verborgenen Land? Für mich läuft es ganz gut. Ich habe schon 3 Zahnräder der Zeit eingesammelt. Ich muss nur noch 2 Zahnräder der Zeit finden. Und ich habe vor, wieder zu euch zu stoßen, sobald ich alle 5 Zahnräder der Zeit habe. Alles läuft nach Plan. Tobots und seine Freunde haben die Situation verstanden und kooperieren. Tobots erzählte mir, dass Mitglieder eurer Gilde sie wissen ließen, dass ich käme. Vielen Dank dafür. Es ist ermutigend, dass immer mehr Pokémon dazu übergehen, mir zu vertrauen. Trotzdem werde ich mich von Schadstadt und der Gilde fernhalten. Zunächst einmal, weil ich nicht weiß, ob mir die Pokémon in dieser Welt völlig vertrauen. Aber es gibt noch etwas Beunruhigenderes. Es ist damit zu rechnen, dass Zwiefins jederzeit aus der Zukunft zurückkommen kann. Zwiefins? Wenn man darüber nachdenkt, Zwiefins ist uns in der Zukunft nicht endgültig losgeworden. Ich würde nicht ausschließen, dass er uns hier jagen würde. Er will uns immer noch beseitigen. Okay, ich lese noch zu Ende. Da Zwiefins kommen wird, sollten wir uns unauffällig verhalten. Dies ist ein anderer Grund, warum ich Schadstadt und die Gilde meiden werde. Stattdessen werde ich vielleicht zur Tohaido-Klippe oder zum Strand kommen. Falls wir uns treffen, können wir dann Informationen austauschen. Euch in jedem Fall viel Glück. Wir stoppen die Lähmung des Planeten von Reptin. Okay, scheint, als wäre Reptin sehr beschäftigt. Wir dürfen mit unserem Teil nicht scheitern. Diesem Brief nach taucht Reptin entweder hier oder am Strand wieder auf.
Falls wir runter zum Strand gehen, sehen wir Reptin dort vielleicht. Lass uns zum Strand gehen, bevor wir zurück zur Gilde gehen. Ja, wie gesagt, ich mache den Part ein bisschen länger. Sonst vergesse ich das nachher, dass wir zum Strand gehen müssen bei der nächsten Aufnahme. Und dann hocken wir halt da und das wäre nicht gut. Also gehen wir jetzt nochmal zum Strand. Dann haben wir die ganzen Gespräche hinter uns und können direkt dann in die Salzwasserhöhle starten. Gucken wir mal. Ahoi! Seid ihr auf dem Weg zum Strand? Nun, auf eine Sache könntet ihr achten. Seit einiger Zeit werden Flaschen an den Strand gespült. Anscheinend ist in diesen Flaschen etwas drin. Wenn das für euch interessant klingt, solltet ihr am Strand nach Flaschen Ausschau halten. An den Strand gespülte Flaschen? Flaschen mit unbekanntem Inhalt. Klingt interessant. Anscheinend werden sie nur dann und wann angespült. Jedes Mal, wenn wir zum Strand gehen, können wir nach Flaschen suchen. Kapitel 18. Lapras. Ich hatte gehofft, Reptin hier zu treffen. Ich denke, er ist noch nicht hier. Wo wir gerade beim Nicht-Hier-Sein sind. Die Krabi sind auch nicht hier. Die kommen abends immer hierher, um Blasen in die Luft zu pusten. Ich liebe es, wie ihre Blasen in den Abendhimmel davonschweben. Wirklich schade. Es ist eine Enttäuschung, aber... Sieh nur, Train 92. Der Sonnenuntergang ist wirklich hübsch. Weißt du... Es war mein Traum, das Rätsel meines Reliquefragments zu lösen. Aber ich hatte niemals gedacht, dass das Reliquefragment mit dem verborgenen Land in Verbindung steht. Das erinnert mich daran... Es war hier, wo Smoggan und sein Handlanger mein Reliquefragment gestohlen haben. Sorry, du Zwerg, aber das nehmen wir. Ah! Wow! Willst du es dir nicht zurückholen? Was ist los? Hast du etwa Angst? Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Angsthase bist. Komm schon, hauen wir ab. Bis irgendwann, du Memme. Ich erinnere mich. Ich hatte zu viel Angst, um es zurückzuholen. Du hast mir damals Mut gegeben, Train 92. So wurden wir damals zu einem richtigen Team, weißt du? Dieses Reliquefragment zurückzuholen, das war das erste Abenteuer für Team PMD HLP. Und jetzt verwenden wir dasselbe Reliquefragment, um zum verborgenen Land zu gelangen. Seltsam, wenn man so darüber nachdenkt. Das stimmt. Mein Abenteuer mit Neli und die Suche nach dem verborgenen Land. Beides begann mit dem Reliktfragment. Dieser hübsche Sonnenuntergang. Ihn wird es nicht mehr geben, wenn die Lähmung des Planeten nicht aufgehalten werden kann. Wir müssen das verhindern. Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn wir das verborgene Land finden wollen. Wir müssen morgen das Beste aus uns herausholen, Train 92. Das stimmt, wir müssen uns sehr anstrengen. Ich muss die Mission zu Ende bringen, die ich hatte, bevor ich mein Gedächtnis verlor. Meine Mission mit Reptain. Eine Mission, um Pokémon dieser und der zukünftigen Welt zu helfen. Was? Sag mal, Train 92. Dieses... Was ist das? Was könnte das sein? Es sieht so aus, als schwimme es durch den Sonnenuntergang. Ich glaube, es ist ein Pokémon. Das ist irgendwie seltsam. Die Sonne ist fast weg. Wir sollten bald zur Gilde zurückgehen.
Tschahaha, die Krabi waren aus gutem Grund nicht hier. Sie sind abgehauen aus Angst vor uns, tschaha. Wohoho, aber Boss, dieser Opa Kürtel hat uns wenigstens nicht angelogen. Hehe, dieser Schrott, den wir damals gestohlen haben, ich wusste nicht, dass das mal so viel wert sein würde. Na und, wir kriegen das Reliktfragment von Ihnen so oder so, das glaube ich aber nicht, Kollege. Das bedeutet, das verborgene Land wird erkundet von niemand anderem als uns, Team Totenkopf, tschahaha. Wohoho, hehehe. Lapras, lange nicht gesehen. Zu lange nicht, Knuddeluff. Gut siehst du aus. Geht es Plaudergei auch gut? Ja, sehr gut. Freut mich zu hören. Ich wollte dir schon immer danken. Ich weiß dein Versprechen sehr zu schätzen und dass du es all die Zeit gehalten hast. Kein Problem, nicht der Rede wert. Aber heute bin ich wegen dieses Versprechens zu dir gekommen. Unsere Situation erlaubt es nicht, dass wir uns an dieses Versprechen halten. Du weißt vermutlich warum. Also erzähl mir bitte etwas. Und zwar über dieses seltsame Muster, das wir einmal gesehen haben. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür, es ist morgen! Oh, guten Morgen, Train 92. Nein, wir möchten unser Abenteuer nicht speichern. Hier werde ich den Part an der Stelle beenden. Entschuldigt diesen langen Part, der nächste wird dafür wieder kürzer. Ich und Nelly bedanken uns aber bei euch fürs Zuschauen und wir gucken mal, wie es im nächsten Part dann weitergeht. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr bei dem Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch machen soll. Wollt ihr noch mehr von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel sehen, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Projekte, die euch auch noch gefallen könnten. Wollt ihr nichts mehr von mir verpassen, dann drückt doch auf den Vergiss-nicht-mich-zu-abonnieren-Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Tschüss!